Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich das Nvidia Shield TV Pro Streaming Device im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Merkmale: GeForce Now Cloud Gaming. Mit einer GeForce Now RTX 3080 Mitgliedschaft können PC-Gamer auf dem größten verfügbaren Bildschirm ihres Zuhauses bis zu 4K-Auflösung mit HDR streamen. Einfaches Design, außergewöhnliche Leistung. Shield TV ist kompakt, unauffällig und so konzipiert, dass es zusammen mit deinen Kabeln hinter deiner Entertainment-Anlage verborgen bleibt. Mit Shield Pro wird diese Leistung auf ein neues Niveau gehoben. Es wurde speziell für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und ist das perfekte Herzstück deiner Entertainment-Anlage. Shield Fernbedienung. Hintergrundbeleuchtete Tasten mit Bewegungssensor einschließlich einer benutzerdefinierbaren Taste. Sprachsteuerung, Bluetooth-Steuerung, ein IR-Sender zur Steuerung deines Fernsehers, integrierte Funktionen zum Auffinden einer verlorenen Fernbedienung. So hast du die Shield-Fernbedienung noch nie erlebt. Das ultimative TV-Erlebnis in Kinoqualität. Erwecke dein Heimkino mit Dolby Vision HDR und Dolby Atmos zum Leben und erhalte ultralebendige Bilder und bahnbrechenden Sound. Skaliere HD-Videos in Echtzeit auf 4K für klare, gestochen scharfe Bilder mit der nächsten Generation von KI-Bildoptimierung und der Leistung des Nvidia Tegra X1 Plus Prozessors. Dolby Vision Atmos. Die Fusion von Dolby Vision und Dolby Atmos vereint fortschrittliche Bild- und Tonqualität. Diese Technologien nutzen Regisseure, Tonmischer und Koloristen, um spektakuläre Erlebnisse zu schaffen. Erlebe hunderte von Filmen und Serien in Dolby Vision und Dolby Atmos in Apps wie Netflix, Prime Video und Apple TV Plus. KI-Hochskalierung. Mit der Leistung des neuesten Nvidia Tegra X1 Plus Prozessors kannst du HD-Videos mit der Leistung künstlicher Intelligenz auf 4K hochskalieren. Erlebe ein schärferes, klareres Bild, das in Echtzeit auf 4K optimiert wird. Die besten Serien, Filme, Spiele und Musik. Erlebe bestmögliche 4K HDR-Unterhaltung. Genieße Live-Sportsendungen und DVR. Streame aus Chromecast-Apps und stelle außerdem deine Bilder bei Google Fotos zur Schau. Ganz ohne Kabel oder Satellitenanschluss. Legendäres GeForce Cloud Gaming in 4K HDR exklusiv auf Shield TV. GeForce Now verwandelt fast jedes Gerät sofort in eine leistungsstarke PC-Gaming-Maschine. Mit der brandneuen GeForce Now RTX 3080 Mitgliedschaft können PC-Gamer bei 4K-Auflösung und HDR auf Shield TV auf dem größten verfügbaren Bildschirm ihres Zuhauses streamen. Verbinde dich mit Steam, dem Epic Game Store und mehr und spiele die Spiele, die du bereits besitzt, entdecke neue Spiele oder wähle aus einer Auswahl von über 90 der kostenlosen Titel, die in einer GeForce Now Mitgliedschaft enthalten sind. Google Assistant ist bereits integriert. Du kannst nach Filmen und Sendungen suchen, auf Steuerelemente zur Medienwiedergabe zugreifen, die Temperatur einstellen, die Beleuchtung dimmen und noch vieles mehr. Stelle Fragen und zeige die Antworten auf deinem Fernseher an, beispielsweise Google Fotos, deinen Kalender, Sportergebnisse und vieles mehr. Smarte Geräte, zum Beispiel Thermostate, Türklingeln, Kameras und selbst Kaffeeautomaten lassen sich durch die Sprachsteuerung bedienen und zeitlich einstellen, um den Alltag einfacher zu gestalten. Du kannst sogar deine Smart-Geräte automatisieren und steuern. Google Assistant ist immer aktiv, unterstützt dich bei deinen Anliegen und sorgt für eine entspanntere Atmosphäre in deinem Wohnzimmer. Kundenrezensionen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Protokollsicherheit bei Nutzung von SMB ist nicht möglich. Es wird nur ein Protokoll bis SMB V1 maximal unterstützt. Shield erkennt nur FAT32-Format bzw. XFAT. Prime Music nach wie vor nicht enthalten, wird auch für das Gerät im Google Play Store nicht angeboten. Fernbedienung Gehäuse billig. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die neue Fernbedienung ist sehr handlich. Alles läuft super schnell und ohne Lags, einfach traumhaft. AI Upscaling funktioniert sehr gut und bringt ein deutlich besseres Bild. Das Einrichten war schnell gemacht. Ein tolles Stück Hardware. Die Leistung und Performance ist sowohl beim Streaming und Gaming top. Das war's mit unserem Testbericht zum Nvidia Shield TV Pro Streaming Device. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen.
Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!